Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Israel Adesanya und Robert Whittaker sollten den Reap am 8. Juli 2023 bei der UFC 290 gegen Dreetus Duplessis gewinnen, gehen die zwei in die dritte und letzte Runde. Und die Chancen für diesen Kampf stehen mehr als gut. Es darf also als realistisch betrachtet werden, dass die Adesanya vs. Whittaker Trilogie ihren Abschluss findet. Aber wer wird als Sieger hervorgehen, wenn es gegen Ende des Jahres an Robert Whittaker vs. Israel Adesanya 3 heißt, sich beide in Sydney, Australien im Octagon gegenüberstehenden? Machen wir mal ein Side-by-Side. Israel Adesanyas letzten Kämpfe bestanden aus 2 gegen Alex Pereira. Im ersten Kampf gegen Pereira verlor Adesanya die UFC 281 durch TKO-Punches in Runde 5. Von seinen insgesamt 26 UFC-Kämpfen die einzige KO- bzw. TKO-Niederlage. An der Stelle finde ich, ist es nicht falsch, dazu zu sagen, dass man Israel Adesanyas TKO-Niederlage zum Großteil eher auf das mentale Game zurückführen kann. Weniger auf das Kämpferische. Beim zweiten Kampf gegen Pereira holte sich Adesanya den Mittelgewichtstitel bei UFC 287 in Runde 2 durch KO-Punches zurück und hat dadurch bewiesen, dass er ausgenommen der UFC 281 im Grunde nach wie vor der König der Middleweight Division ist. Robert Whittaker war seit dem 3. September 2022 nach seinem Marvin Vettori-Sieg inaktiv. Der Kampf gegen Duplessis wird von einigen als unnötiges Mismatch betrachtet. Ein Sieg über Duplessis wird Whittaker trotzdem nicht schaden. Auch aus dem UFC 290 Kampf kann sich der Reaper weitere Erfahrungspunkte aneignen und seine eigenen Stärken, zu denen ich noch komme, schärfen. Die Chancen auf Robert Whittaker vs. Israel Adesanya 3 sind groß. Allerdings sehe ich keine großen Chancen für Whittaker gegen Adesanya zu gewinnen. Adesanya und Whittaker unterscheiden sich alleine schon im Punkt Ausdauer. Größerer Gas-Tank-Vorteil liegt bei Adesanya, obwohl Whittaker selbst mit einer guten Pace arbeitet. Zudem bewegt er sich in der Southpaw und Orthodox Position gleich perfekt. Beim ersten und zweiten Kampf hatte Whittaker Probleme mit Adesanyas Reach, seinen Kicks, seinem scharfen Striking, seiner Distanzkontrolle und sollte Israel Adesanya, und es wird er, eine ähnliche Performance wie gegen Alex Pereira abliefern oder noch besser, werden Robert Whittaker die Lichter ein zweites Mal durch TKO-Punches ausgehen. Für Whittaker sehe ich nur halbwegs gute Karten durch mehrere Takedown-Versuche, bei Erfolg die Mount und Ground and Pound. Um dahin zu kommen, müsste Whittaker allerdings früh mit Takedowns starten, Adesanya früh müde machen und bei einer intelligent bedachten Distanzkontrolle seitens Adesanya wird es mehr als schwer umsetzbar. Auch Calf Kicks wären eine Option, um Adesanyas Power in seinen Beinen zu schwächen, seine Beintechniken zu verhindern. Facts: Robert Whittaker, Körpergröße 1,80 m, Reach 185 cm, Israel Adesanya, Körpergröße 1,93 m, Reach 203 cm. Whittakers Stärken: lang anhaltende Ausdauer, starkes Boxen, Wrestling-Background. Adesanyas Stärken: in der Southpaw und Orthodox Position gleichermaßen flexibel und stark, hervorragende Beintechnik, hoher Fight-IQ, präzises Striking, behält perfekte Distanzkontrollen zum Gegner. Prediction: so gern ich Robert Whittaker als Sieger aussprechen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei einem dritten Aufeinandertreffen mit Israel Adesanya stilistisch besser performt oder der Kampf anders im Sinne eines Wins ausgeht als bei der UFC 342 und UFC 271. Was Whittaker möglicherweise kleine Chancen ermöglichen kann, dann die Tatsache, dass er Adesanya bereits zweimal vor sich hatte, durchdachte Takedown-Versuche, Kicks, um Adesanyas Beine aufzuweichen. Aber ganz ehrlich, es ist nahezu undenkbar für Whittaker erfolgreich zu sein, wenn man an Adesanyas Stärken denkt. Für mich wird Israel Adesanya vs. Robert Whittaker 3 im K.O.-Sieg für Adesanya enden. Hey, wanna hear the most annoying sound in the world?